Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es in diesem Teil um das Betonieren der Bodenplatte. Mit Abstand den größten Respekt, den ich hatte in diesem gesamten Hausbau. Nichts hat auf so kurzer Zeit so viel Relevanz und ist so unwiederbringlich, wenn es erstmal vollzogen ist. Da kannst du nichts mehr im Nachhinein noch mal ein bisschen zurechtbiegen oder so. Und du hast auch nur sehr, sehr wenig Zeit, um es zu realisieren. Ich war mir von Anfang an bewusst, dass ich mir dieses Gewerk nicht zutraue. Und ich kann vom Glück reden, dass der Engel schräg gegenüber von meiner Baustelle wohnt und Erbarmen hat, Mitleid oder was auch immer ihn dazu treibt, mich so zu begleiten mit seinen Ratschlägen, mit ja, seiner Offenheit und seinem tollen Wesen. Und der hat gemeint, Fabian, ganz ehrlich, Bodenplatte, ich bringe mal meine Jungs mit, sorg dafür, dass gutes Essen da ist und dann machen wir dir das. Leute, tausend Dank. Tausend Dank an diese Truppe, an diese Männer, die für ein paar Stunden dieses Projekt über eine Hürde gebracht haben, die ich niemals hätte nehmen können. Danke. Danke, dass ihr mir diesen Traum realisiert. Und ja, für euch alle wird dieses Video wahrscheinlich so ein bisschen strange sein, weil ich bin in einem speziellen Zustand von Aufregung. Aufregung, wie ich selten im Leben habe. Ich stehe eigentlich immer ganz locker da. Aber der Moment, den habe ich gespürt. Und wenn du so Sorge hast und es dann so geil klappt, dann bist du auch entsprechend glücklich. Und ich glaube, das spürt man am Ende, als ich dann ganz allein da auf der Baustelle stehe. Das war eine Sternstunde, das war ein besonderer Augenblick. Ich habe es unheimlich genossen und ich wünsche euch allen, dass ihr das auch mal für diejenigen unter euch, die mal ein Haus bauen wollen, das selbst machen wollen, dass ihr das auch mal erlebt. So. Ist schon ein toller Moment gewesen. Nun gut, genug des Philosophierens. Ich würde sagen, die Kommentare, die ich gebe, sind ausreichend, um einen guten Eindruck davon zu bekommen, was es bedeutet, so eine Bodenplatte zu gießen. Dieses Video ist keine Anleitung, wie meine anderen Videos gedacht sind, denn ich bin Tourist bei dieser Aktion. Etwas wehmütig auch, aber ich konnte das nur versemmeln. Also ich habe versucht, zwar immer wieder irgendwo nach irgendwas zu greifen und irgendwas zu machen, aber die Jungs sind eingespielt, die haben das drauf und ich habe da nur Probleme gemacht. Insofern, ich kommentiere, was passiert und nehmt es einfach so mit. Allerdings werdet ihr nach diesem Video nicht in der Lage sein, eine Bodenplatte zu gießen. Das ist sicher. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein spannendes Thema. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wenn ihr es ansatzweise so genossen habt wie ich, dann freue ich mich natürlich total über ein Like. Das ist die Belohnung für den Aufwand hier, das Ganze mitzuschneiden und euch zur Verfügung zu stellen. Erwarte ich jetzt nicht. Mein Gott, ich mache das einfach, um die Informationen zu teilen und anderen zu ermöglichen, was draus zu machen. Aber freut mich schon. Jeder Like freut mich sehr. Und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr unseren Kanal abonniert und einfach Interesse habt, diesen Hausbau weiter zu verfolgen, der ja von uns geplant wird und von uns realisiert wird. Von A bis Y pflege ich zu sagen, weil natürlich wir können nicht wirklich alles machen, aber wir machen schon eine Menge. Insofern, Film ab und Betonmarsch! Muffensausen. Heute wird betoniert. Da kannst du halt nicht auf Pause drücken. Und wenn es scheiße wird, dann
ist am Arsch. Alter, wenn das zu Ende ist und gut läuft, dann mache ich 3 Kreuze. Ich lasse euch dran teilhaben. Bis ins letzte Detail. Bis gleich. Wisst ihr, was da kommt? Das ist die Pumpe. Leuchtzeichen! Das machen die nicht mit Rauch, das machen die mit Lampe. Boah, alter Schwede, ist das ein Teil. Oh Gott, jetzt gibt's kein Zurück mehr. So, jetzt wird die Pumpe ausgefahren. 36 Meter kann sie. 32 Meter haben wir ausgerechnet. Braucht ihr. Boah, was ist das denn? Das ist wie so ein. Wie so ein Arm aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Boah, irre. Leute, ich habe richtig Lampenfieber. Das habe ich eigentlich nie, aber da habe ich Lampenfieber. Gott, hier ist die erste Ladung. Alter Vater. Die erste Ladung ist da, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wow. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Die ersten Kubikzentimeter. Also hier sind 2 Zylinder, die jeweils hin und her jeweils drücken. Und dieses Teil schwenkt hin und her und dann drückt dieser wechselseitig immer den Beton in diese Leitung. Und diese Leitung geht dann hier hoch, zack, hoch und wird dann hier rausgehauen. Also haltet euch fest, dieses Gerät schafft 80 Bar. 80 Bar. Also Normalfall 20 Bar Druck, aber kann bis zu 80 Bar. Da hinten seht ihr den Nivellierlaser. Das ist diesmal einer, der präziser ist als meiner, um sicher zu gehen, dass alles gut geht. Und jetzt schaut euch zum letzten Mal die Bewährung an, weil die seht ihr nie wieder. Nie wieder. Da ist dieses scheiß Gefühl. Dieses Gefühl, irgendwas vergessen zu haben. Du weißt nicht, was es ist, aber irgendwas ist es. Irgendwas hast du vergessen. Und es fällt dir dann heute Abend, wenn alles zu Ende ist, ein. Und es ist das Drama. Das ist dieses Gefühl gerade. Fuck. Hier ist übrigens die Rüttelflasche. Keine große, das ist eine... Ja, also die nennen die kleine. Also ich finde sie schon ziemlich groß. Und mit diesem XXL-Vibrator wird der Beton dann schön in alle Ecken gebracht. Zum einen und zum anderen wird die Luft... werden die Luftbläschen rausgeholt, damit so einen schön homogenen Beton hast. Und jetzt habe ich hier schon was gehört. Was ist los, Leute? Also ich höre schon was. Das ist die Truppe. Boah, das kommt hier mit einem Druck raus. Der ganze Boden vibriert. Alter Schwede. Alter Schwede, das ist der Trupp. Das ist der Trupp. Hier hast du den Kopf des Teams. Henrik. Der hat den Durchblick. Wenn der nicht, dann keiner. Der führt jetzt also auf den Millimeter genau die Höhe, die gemacht werden muss. Und zwar ist die Planung, dass wir 1 bis 2 mm hier drunter kommen, damit dann die Schalsteine, die von außen drauf kommen, und jetzt verrate ich es zum ersten Mal, aber mehr dazu später, damit die in schöner Dichtung bei der Dämmung außen sind. So. Was ist denn los? Warum geht's nicht weiter? Ja, jetzt nochmal ein bisschen steif, den haben wir jetzt den dünner machen lassen. Okay, und wie macht man das? Wie macht man den dünner? Ja, da mache ich ein bisschen Fließmittel dran. Okay, Fließmittel.
In Ordnung. Und dann habt ihr es leichter und dann wird es auch schön glatt. Okay. Das ist übrigens Waldemar an der Pumpe hier am Rohr. Waldemar muss die größte Muskelkraft hier aufwenden, habe ich das Gefühl. Der sich da so lustig macht, ist Björn. Björn, altes Haus, hi. Und hier drüben haben wir Jörg. Und Jörg, wie man sieht, der weiß, was er tut. Jörg, was hast du da in der Hand? Das ist ein Schrabber, da ziehen wir nur ab, dass wir auf eine Höhe kommen. Verstehe. Ein Schrabber nennst du das? Ja, oder eine Katze, oder wie man das möchte. Okay, gut. Das ist der beste Platz. Immer weit weg von der Arbeit. So, und hier ist der Pumpenfahrer. Ja, und der steuert alles ganz genau mit seinem Gerät hier. Und führt also den Schlauch, sodass. Das ist echt eine zentrale Stellung hier. Ich merke schon, und den folgt gar nichts. Den besten Wirbel hier. Sehr gut. So, und jetzt wird hier ständig kontrolliert. Ständig die Höhe kontrolliert. In einer Tour. Die sind total eingespielt. Wenn dich dazwischen packt, kannst du nur stören, habe ich das Gefühl. Ich würde ja zu gern was machen, aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich tun könnte, außer die verrückt zu machen. Ein paar Worte zu Hendrik. Hendrik ist der famose Engel, der wohnt hier gegenüber, gleich da in dem Haus da hinten. Und eines Tages, vor ein paar Wochen, kam er vorbei, stand neben der Baustelle. Ich werkelte da alleine rum, meinte er, was machst du da? Ich baue ein Haus. Er so, Okay, und seitdem schaut er immer nach Feierabend bei mir mal vorbei und gibt mir gute Tipps. Gute Tipps ist gut. Also ich weiß nicht, was ich schon alles falsch gemacht hätte ohne ihn. Der Typ hat es so dermaßen drauf. Ich weiß nicht, der hat einfach Erbarmen mit mir, Mitleid. Und meinte, komm Fabian, das mit dem Gießen, da packe ich mit an. Und ich hole auch gleich ein paar Kerle, mit denen man sowas auch wirklich veranstalten sollte. Ja, und so ist diese Truppe hier. Für Matt. Brötchen, ein Bierchen am Ende, sind die mit dabei. Ein Traum. Ein Traum, Leute. Ja, das ist Dorfleben, ne? Sowas passiert ja nicht in der Stadt, das ist sicher. Boah, das spürst echt. Zum Thema Beton. Es gibt ja so viele Betonsorten wie Sand am Meer. Das ist jetzt ein... Moment mal, was war das nochmal? C... Hendrik, was ist das nochmal für ein Beton? C2530 16er Korn. Es ist WU-Beton, also wasserundurchlässiger Beton. Und er sollte laut Statik mindestens die Güteklasse XT2 haben. Tatsächlich hat er XT4. Das ist also ein Beton mit dieser Güteklasse XT4. Der dient normalerweise bei offenen Betonbauten, die also direkt dem Regen ausgesetzt sind. Also das ist einfach ist eine Kategorie zu gut. Aber ich habe mich dafür entschlossen, einfach um ordentlich dicht nach unten hin zu sein, und es hat jetzt nicht sehr viel mehr gekostet. So, das war das erste Fahrzeug, ist es richtig? Ja. Okay, wie fühlt ihr euch?
Sonntagsspaziergang. Ist jetzt hier. Okay. Was könnte jetzt schief gehen? Schief gehen? Zu wenig Helfer. Dann kommt nicht weiter. Okay, sehr gut. Hab eben gefragt, ob wir nicht schon die Rüttelflasche einsetzen wollen. Da kam, nein, bloß nicht. Hendrik, ganz kurz, warum noch nicht jetzt? Weil du sonst die ganze Fläche runterrüttelst. Der Beton läuft dann nach rechts von hier aus weg. Okay, das hat also lediglich die Bewandtnis. Jetzt steht er so ein bisschen, mit der Rüttelflasche würde er wegfließen. Wir machen ein bisschen mehr und dann rüttelt man, dann kann er nicht mehr wegfließen. Okay, und jetzt hast du schon ein Niveau gewählt. Das wird auch so bleiben oder wird das jetzt nochmal mit dem Rütteln alles runtersacken? Nee, das bleibt jetzt es da. Es geht nur die Luftblasen raus. Die jetzt okay, und das ist kein Volumen, was jetzt irgendwie noch groß sich verringern würde. Okay, sehr schön. Also ich habe auch das Gefühl, der schmiegt sich echt super schon allein so um alles drumherum. Ne? Der fließt gut. Super, so, das erste Fahrzeug fährt weg. Bye, bye. Und da kommt auch schon der zweite. Oh, das geht ja jetzt hier echt wie am Schnürchen. Das ist aber auch eine Logistik. Also die Firma Sibo Beton ist hier in der Region eigentlich die Referenz. Ja? Also man hat, das ist Teil der Gruppe von der Familie Oppermann und Oppermanns Leben und werkeln hier in der Region seit Menschengedenken. Jedes Haus, was hier irgendwo gebaut wurde, läuft mit deren Beton und ist eine tolle Familie und ja, tolle Leute. Übrigens, wenn ihr so Kerle habt, die euch den Beton machen, Mett, Brötchen, Butter, das war's. Am Ende noch ein Bierchen, was anderes fressen die nicht. Also da muss man auch wirklich die Gewohnheiten, die Essgewohnheiten respektieren. Wenn du da ankommst mit vegan oder so, dann lachen die dich aus. Ne? Jörg, nein. Erzähl mal, wie lange machst du das hier schon? Oh, seitdem ich ausgelernt habe. Angefangen mit 1980. 1980 hast du ausgelernt und seitdem machst du das in einer Tour? Ja. Wahnsinn. Mehr oder weniger. Eben, was schätzen, ne? Wie viele Häuser hast du schon gebaut? Oh, das ist schwer zu sagen, kann ich nicht sagen. Und du bist, stehen nicht alle drinnen. Und du bist also Maurer? Ja. Und gibt es irgendwas, was du besonders gern machst beim Mauern? Nee, das ist ja vielseitig, ist nicht so eintönig, ne? Ja. Die am Band irgendwo stehen und irgendwas du machen. In einem Büro, du würdest innerhalb von 2 Tagen eingehen wahrscheinlich, ne? Könnte sein, ja. So ist ein angenehmer. Sehr schön. Und Waldemar, seit wann machst du das? Seit 2006. 2006. Hast du auch gelernt oder bist du Quereinsteiger? Nein, ich hab gelernt. Hast gelernt, okay. Kommst du aus der Region? Ja, ich bin aus Witzenhausen. Witzenhausen, okay. Und Jörg, du? Hohengandern. Hohengandern, okay. Ja. Alles Urgesteine der Region. Und der hier, der ist geboren. Wo bist du nochmal geboren? Ich bin gebürtig aus Weißenborn. Weißenborn, also auch. Ja, mein Gott. Und Björni, wo bist du nochmal geboren? In Dithmarschen. Wo ist das denn? In Norddeutschland. Norddeutschland, okay. Ein Usländer. So. Jetzt ist schon das nächste Fahrzeug ist da und jetzt wird reingepumpt. Ist schon ein Phänomen, ne? Ist schon ein Phänomen. Du musst dir das vorstellen. Da ist ein Werk. Die produzieren den Beton in genauer Mischung, so wie du das brauchst. Dann wird logistisch festgehalten, dass alle Fahrzeuge genau im richtigen Moment ankommen. Der Beton darf ja nicht stehen, dann steht diese Pumpe hier. Das wird dort rein betoniert. Wenn irgendwo in dieser Kette was nicht klappt, ich weiß nicht, zum Beispiel dieses Teil da aus irgendeinem Grund ausfällt, einer der Kerle hat plötzlich, ich weiß nicht, Liebeskummer, irgendwas geht schief, dann bist du so am Arsch. Weil du kannst ja auch nicht jetzt irgendwie mal schnell Pause machen oder so oder sagen, wir machen morgen weiter. Das muss in einem durchgezogen werden. Ist schon ein sehr, sehr spezielles Metier. Wirklich, also klar, Chirurgie am Herzen und so weiter, das ist da geht es um Menschenleben. Aber hier, da geht es um viel Geld, um viele Träume und diese Kerle, die stehen da nicht nur an so schönen Tagen wie heute, wo das Wetter ideal ist.
die stehen da auch, wenn es richtig scheiße ist. Also mein Respekt. Ich mache das ja jetzt seit ein paar Wochen, genieße diese Arbeit auch sehr. Aber was die schon alles gesehen haben, was die so alles erleben, das ist ein Buch wert eigentlich. Ja? Müssen wir mal ein Buch schreiben über solche Leute. Waldemar wird Waldi genannt. Ein ganz liebevolles Miteinander. Boah, hier ist schon fertig. Hier kommt nur noch mal die Rüttelflasche rein und dann war's das. Ach, ist das geil. Wahnsinn. Jetzt kann ich hier auch diese Kleber hier freimachen. Ach, das ist ja völlig scheißegal. Und sauber arbeiten sie, die Jungs. Richtig sauber. Schön macht er das hier. Richtig sauber die Fläche geblieben. Toll. Er hat ihm jetzt gerade gesagt, einen halben. Das heißt, also die machen das jetzt hier auf halber Zentimeter Ebene. Das machst du nachher mit dem Kuchen. Ja, wie ihr sehen könnt, das hält Bombe hier. Hier geht nichts kaputt. Die Perimeterdämmung hält von ganz allein. Ich habe hier so ein bisschen verstärkt einfach so ein Angsteisen eingebaut, um sicher zu gehen, falls irgendwas ist. Das seht ihr hier, ist noch dazu weggehauen. Ja, wie ihr sehen könnt, hält diese Perimeterdämmung einwandfrei mit dem Schalungselement. Das haben wir ja in dem Video zum Verlegen der Perimeterdämmung gesehen. Und das hält von ganz alleine. Da ist jetzt keine Konstruktion nötig gewesen, um das hinzubauen. Echt praktisch. Zeitlich hat das enorm viel gespart, auch kostenmäßig. Heutzutage, Holz ist nicht billig. Und macht jetzt Dämmung und Schalung gleichzeitig. Schon geil. Toll. Ja, die Jungs. Kleines Päuschen machen. Da hinten ist schon Stau. Die wollen liefern. Leute, was ist los? Die sind wahrscheinlich am Mischen. Hendrik, die mischen oder was ist das? Genau, die machen den genau so, wie du ihn haben willst. Arbeiterfreundlich. Okay. Wow, so ein Aufwand. Da fühlt man sich echt geehrt, dass so viele Menschen sich um das Projekt kümmern. Ja, die machen ihren Job, aber sie machen ihren Job. Also nochmal, wie die vorgehen. Er misst, sagt ein Zenti gerade, ihr habt das wahrscheinlich gehört, nimmt ein bisschen was weg. Sagt er, gut. Und so ist das eingespielt. Ein halber hat er gerade gesagt. Sagt er, gut. Und so weiter und so fort.
So sieht das Zeug zurzeit aus. 16er Korn, das heißt also, die größten Steinchen sind 16 mm groß. Und ich denke mal 16 mm an der dünnsten Stelle, aber das werde ich nochmal fragen. Ah, ist das schön. Ist das schön. Oh, hier in der Ecke ist ein Problem. Da muss ich mich drum kümmern, das darf nicht so bleiben. Problem gelöst. So, jetzt sind wir bei der Rüttelflasche. Und Waldemar rüttelt ab. Und zwar geht er punktuell alle, wie viel alle Zentimeter? Alle 50 Zentimeter. Alle 50 Zentimeter. Und du machst das nur einmal so oder kommst du dann nochmal zurück? Nee, komm nicht mehr zurück. Kommst nicht mehr zurück, das reicht aus. Und wenn du mehr machen würdest, würden die Steine nach unten sinken und dann hättest du nicht mehr so gute... In bischt sich der Beton, wenn man zu viel rüttelt. Aha. Da gehen wir noch ein bisschen fest, dass er nicht so im Beton ist. Gut. Björn, wir haben hier eine tragende Rolle. Wie kommt es, dass du an manchen Stellen ein bisschen länger wartest? Merkst du, dass da... Einfach vom Gefühl her, okay. So ein siebter Sinn. Hinten in der Ecke war es problematisch. Da habe ich eben mit dem Ding so ein bisschen nachge... Okay, also ich hätte jetzt 10-mal mehr gemacht. Also insofern... Verstehe. Seht ihr mal, erster Fehler. Das heißt erster. Ich habe ja nichts gemacht. Wenn ich was gemacht hätte, hätte ich 100 Fehler gemacht. Aber das, da hätte ich mehr gerüttelt und das scheint so völlig auszureichen. Oh, und da hinten ist schon der Glätter unterwegs. Jörg glättet schon. Schaut mal, wie gefühlvoll er das macht hier. Macht er ganz seicht, ganz zart, wird es hier geglättet. Meditativ, würde man fast sagen. Jetzt schauen wir Jörg mal genauer zu, bei dem, was er da macht. Jörg, von einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist das, was du hier gerade machst? Eigentlich gar nicht. Gar nicht schwierig. Einfach nur das Ding rüberziehen, die Gefühle. Du lässt es quasi in seinem eigenen Eigengewicht so glätten. Genau. Nur, dass die Oberfläche glättet. Verstehe. Die allerletzte Bahn hier jetzt von diesem Ding, darf ich die mal versuchen? Kannst du machen, ja. Und geht man dann noch mit etwas Glätterem drüber oder bleibt das so? Das bleibt so. Das bleibt so, okay. So sieht das aus. Wenn man es glätter haben möchte, dann kann man das natürlich dann noch flügeln. Das würde man machen bei Heizbeton, also Beton, der Heizschlingen drin hat und der dann aufgeheizt wird. Ist hier nicht der Fall. Hier kommt Trittschalldämmung drauf und dann natürlich der Estrich und der Bodenbelag. Und insofern ist das völlig ausreichend, so glatt wie es da jetzt ist. Ach, es ist so ein geiles Gefühl, Leute. Ich wünsche es euch allen, dass ihr das mal erleben könnt. So eine Bodenplatte vorbereitet zu haben und dann... Ja, jetzt auf diesen Metern mache ich nichts, guck nur zu und stell dumme Fragen. Das ist so ein bisschen unbefriedigend, aber man muss auch wissen, wenn es Zeit ist, sich zurückzuhalten.
und vielleicht einfach nur zu genießen, denn hier, da brauchst du einfach Erfahrung. Ne? Hier darf keine Zeit verschwendet werden, das muss in einem durchgemacht werden, das ist schon heikel. Schatz, komm mal her, guck dir mal an, was Jörg macht hier. Jörg wabert. Nennt man das Wabern? Was? Nennt man das Wabern? Plätschen. Plätschen. Mit P wie Paula. Plätschen nennt man das, okay. Das ist wahrscheinlich ein nordhessischer Ausdruck. Ich könnte mir vorstellen, dass es in... Keine Ahnung, wer den Ausdruck erfunden hat. Meinst du, im Süden, in Bayern, nennen die das auch Plätschen? Keine Ahnung. Die sagen dann wahrscheinlich Ditschen. Vielleicht auch das. Boah, ist das schon clean. Alter Schwede. Wie geil das aussieht. Also, man muss ja wirklich sagen, ich bin ja nicht religiös, aber dieses Wetter ist so verdammt entgegenkommend für diese Jahreszeit. Ich meine, wir sind im November. Im Bikini willst du das hier nicht machen, aber es sind wirklich wunderbare Temperaturen. Und ja, du könntest jetzt hier auch Frost haben und oder Regen oder noch Schlimmeres. Oder Wind, ja, Wind ganz, ganz schlecht. Also so eine Fläche, so eine Betonfläche, die mag drei Dinge nicht. Wind, Frost und starken Regen. Wenn ich mich nicht täusche, sind das die drei Dinge. So, das Problem ist nämlich folgendes. Wenn du Wind hast, dann trocknet die Fläche zu schnell, dann gibt es Risse. Wenn du Frost hast, dann kristallisiert der Beton nicht richtig. Weil natürlich das Wasser seine Eigenschaften verliert, die nötig sind. Und wenn du Regen hast, weicht alles auf. Also, wobei, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der Regen das dritte Ding war. Ich frag mal schnell nach. Oh, hast du auch eine Betonmaschine? Ist das toll? Super. So, jetzt muss ich auch mal ran. Die Grazie kuschelt mit den Mitarbeitern. Bist du so zufrieden soweit, Henrik? Ja, ja. Spuren alle? Inklusive ich? Guck mal hier, und Jörg, was er hier gemacht hat, das ist ein Träumchen, ein Spiegel. Ein Spiegel. Wahnsinn. Jörg hat echt ein feines Händchen. Deine Frau ist bestimmt glücklich, du. So, Schatz. Das sagt, ich bin ganz ehrlich, ich habe. Wir müssen mit Fingern aufpassen. So, Henrik hat mir gerade das hier in die Hand gedrückt und meinte, jetzt kannst du machen. In Klammern, hier ist keine Wand, da kannst du keinen Scheiß bauen. Okay, jetzt geht's los. Wie? Nein, es braucht noch ein bisschen. Ich wollte, ihr dachte, das wird hier. Wir warten, dass immer, ich mich einsaue. Wir warten immer ab und zu. Muss ein bisschen höher. Wir warten immer ab und zu, weil Henrik hat eine genaue Vorstellung, wie er seinen Beton haben will. Und das hat er weitergegeben an den Meister der Pumpe. Da hinten. Genau. Und wenn jetzt ein Fahrzeug kommt, dann gibt er noch mal so ein bisschen Fließmittel dazu, beziehungsweise das machen die Typen mit den Betonfahrzeugen, damit es dann schön fließt, damit es arbeiterfreundlich ist, sagen die. Arbeiterfreundlich heißt, dass du es gut abziehen kannst. Wenn es zu fest ist, dann ist es scheiße. Wenn es zu flüssig ist, ist es natürlich auch schlecht. Ne? Dann weiß nicht, im schlimmsten Fall hat der Beton nicht mehr seine Eigenschaften, die er haben soll. Ah, ist das aufregend. Schatz! Hauptsache es blinkt schön. Überall blinkt. Guck mal hier, das sieht echt, man hat das Gefühl, hier ist, ich weiß nicht, Krieg. Nein, mehr so Oktoberfest oder so. Oktoberfest. Warum hast du keinen Glühwein Krieg hier? Krieg auf dem Oktoberfest. Ja gut, das kennen wir ja, aber nicht in Gärtner. So, wir haben Maria im T-Shirt jetzt da mit Adrian geparkt. Die kann jetzt da nicht weg. Und tut euch einen Gefallen, wenn ihr gießt und es ist zu einer Jahreszeit, wo es dann schon dunkel wird, ordentlich Licht, denn natürlich kann man nur ordentlich arbeiten und präzise,
wenn man ausreichend sieht. Ich habe hier nichts zu sagen, ich kann hier nichts machen. Die Profis machen alles allein. Ja. In welcher Ecke wird mein Zimmer sein? In der Etage drüber, so weit sind wir noch nicht. Ja, aber in welcher Ecke? Der, der, der oder der? Warte mal. Ist Stille. Ja, der ein oder andere, der das jetzt, ich weiß nicht, im Film zusammengeschnitten sieht, der sagt sich, was hat der denn für ein Problem? Ja, ich war echt aufgeregt. Ich war aufgeregt, weil es zum einen was ist, was ich immer wieder auch mal mitgemacht habe, und aber nicht in dieser Größenordnung, nicht in dieser Präzision oder der Notwendigkeit der Präzision. Und ist auch schon lange her. Und zum anderen, weil es einfach, ja, weil es die Basis für das Haus ist. Ne? Und also ja, ihr werdet mir sagen, es war alles Basis und so weiter, aber hier war es jetzt alles so auf dem Punkt zeitlich. Ja, ich war aufgeregt. Und jetzt bin ich sehr glücklich und ein bisschen geknickt, weil ich so rein gar nichts beigetragen habe zu diesem Teil. Ich kann nicht später sagen, die Bodenplatte, jo, da war ich dabei. Ja, ich war dabei, aber ich habe zugeguckt. Aber das war schon gut so. Das war in Ordnung. Die Profis haben das drauf. Sie wollten mir unter die Arme greifen, das haben sie gemacht, und ich bin denen sowas von dankbar. Sowas von dankbar. Ja, die haben was bei mir gut. Und ja, und da ist sie nun, die Bodenplatte. Wir werden uns das mal morgen genauer anschauen, aber schaut euch mal diesen Spiegel hier an. Das ist echt clean, ja. Das ist ein Traum. Und ja, ich freue mich schon, morgen das erste Mal drauf zu gehen, und ihr werdet alle dabei sein. Das verspreche ich. Dann mal schönen Abend. Zeitversetzt, weil das Video wird ja erst noch geschnitten, aber ich genieße es richtig gerade. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf, habe hier die Ränder schön sauber gemacht. Ne? Hier hinten war der Beton sehr flüssig. Die letzte Ladung war, da war ein bisschen zu viel Flussmittel drin. Dann ist das hier drüber geschwappt. Ich habe das schön sauber gemacht, weil ich will ja hier noch abdichten. Und vielleicht will ich das draufkleben. Ich bin mir da noch nicht so 100% sicher. Deswegen bin ich einmal ringsherum gegangen und habe das mit dem Schlauch schön sauber gemacht. Danke, Florian, fürs Wasser und
und den Anschluss. Ja, das würde ich euch auch empfehlen. Also lasst die Umrandung schön clean, dann könnt ihr dann später entscheiden, was ihr da macht, um es abzudichten, und seid dann nicht mit einer Zementlage belastet. Übrigens, ich dachte, dass wir hier die Steigbügel, dass wir die noch richten müssten, aber ich habe einmal drumherum geguckt, die sind einwandfrei, alle bei mindestens, ja, so um die 3 cm. Das ist alles clean und wird gut klappen. Insofern, ja, gut vorgearbeitet und geil verarbeitet, und jetzt genieße ich einfach den Abend. Und ihr vielleicht mit mir. Wir haben jetzt 1 Uhr nachts. Und an manchen Ständen ist er schon gebunden hier. Da, die Oberfläche ist noch ziemlich zart. Wir haben 3 Grad. Und ja. Sieht schick aus. Ist noch keine Katze drüber gelaufen. Warum das so bleibt. Okay, wir haben jetzt 1.30 Uhr und 3 Grad. Alles im grünen Bereich. So, der Tag danach. Sieht alles gut aus. Soweit. Traue mich aber noch nicht drauf zu gehen. Es gibt hier noch so ein wenig nach, hier war der besonders flüssig und man sieht, nee, das ist noch ein bisschen weich. Außentemperatur beträgt 5,5 Grad. Wir können ja mal gucken, welche Temperatur der Beton hat. Das sind 10 Grad, 10, 9,7. Ich bin schon erstaunt über die Temperaturdifferenz. Also diese chemische Reaktion ist nicht, ist exotherm. 12 sogar hier. 12,8 in den Randbereichen, vielleicht ein bisschen weiter drüben. 12. Hier scheint es mir schon fest zu sein. Ja, hier ist schon fester. Da kann man, glaube ich, schon drauf gehen. Und ich glaube, hier werde ich jetzt mal wagen. Es ist noch ein bisschen weich. Nee, ich will keine Spuren. Ich will keine Spuren, da soll stehen bleiben. Okay. Und ganz interessant ist, ihr seht, hier drüben sind überhaupt keine Pfützen. Es regnet so ein bisschen. Da hinten sind an 2 Stellen Pfützen. Kleine Pfützen. Ein leicht bisschen feucht. Da sieht man mal die Präzision, mit der die gearbeitet haben. Ne? Das ist hier völlig plan. Also Wahnsinn. Wahnsinn, wie präzise die das gemacht haben. Sehr beeindruckend. Beeindruckend. Ja, ich bin happy. Sehr, sehr happy. Und jetzt stehen ein paar Tage Planung an. Ich muss auch ein bisschen was für meinen Betrieb tun. Und dann geht's weiter mit den Außenwänden. Und dazu habe ich ja noch gar nichts erzählt, was für Außenwände wir benutzen, wie das funktioniert. Ich freue mich schon darauf, euch damit zu überraschen. Das ist nicht etwas, was man in jeder Straßenecke findet. Das ist jetzt keine Weltneuheit, aber mehr dazu später. Kommt, ich kann mich nicht zurückhalten. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Die ersten Schritte
Ja, es hinterlässt so leichte Spürchen. Denn ich habe hier gesehen, dass die Dichtung im Beton ist. Und das soll so nicht bleiben. Schitte. Also ein bisschen wässern vermeidet, dass der Beton zu schnell austrocknet und dann oben rissig wird. Das darf man, soweit ich das verstanden habe, nicht zu doll und nicht zu früh machen, weil man sonst natürlich die Oberfläche auswaschen würde. Ich glaube, ich bin jetzt schon etwas spät dran, weil die Oberfläche ist schon sehr hart. Wir sind jetzt 16 Uhr. Ich habe eigentlich mit Regen gerechnet, so ein ganz klein bisschen Regen, und der war auch angekündigt, der ist aber nicht gekommen und bin dann nicht dazu gekommen, früher zurückzukommen. Naja, ich hoffe, es hilft trotzdem noch ein bisschen was. Also bislang sehe ich keine Risse, aber ich weiß gar nicht, wann die sich ergeben. Das werde ich aber noch recherchieren und euch wissen lassen. So, wir sind jetzt am übernächsten Tag. Der Beton ist jetzt wirklich gut hart. Wir haben hier ein paar Stellen, die noch nicht so ganz hart sind. Hier haben wir die Sinterschicht, die hier abgeht. Hier drüben war der Beton sehr, sehr dünn. Also dünn war nicht, aber sehr, sehr flüssig. Wohingegen hier drüben, also nur die letzte Fuhre war sehr dünn. Hier drüben ist einwandfrei und da blättert auch nichts ab. Da ist es absolut spitze, die Oberfläche. Ganz am Ende nicht ganz so toll, aber ist auch nicht von Relevanz, denn wird sowieso dann mit dem Fußbodenaufbau verdeckt. So, wir sind jetzt am dritten Tag danach und ja, wie nicht anders zu erwarten, das Ding ist hart. Hallo Spätzle. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Feinvermessung zu machen, wo jetzt exakt die Rohre liegen. Und zwar ist das von Relevanz, weil das ist zum Beispiel hier ein Fallrohr. Und das muss natürlich in der filigranen Decke durchgeführt werden. Und damit wir da nicht anfangen müssen zu stemmen, wenn dann die Filigrandecke da ist, messen wir das jetzt nochmal genau aus und bestellen bei der Filigrandecke die Durchlässe exakt so, wie wir sie brauchen. Denn die sind jetzt zu bestellen. Wir sind zwar bald bei den Außenwänden, könnt ihr euch freuen. Denn ihr wisst ja immer noch nicht, wie wir bauen, was die Außenwände anbetrifft. Wird aber bald gelüftet. Aber nun kommt dann ja auch bald die Filigrandecke. Die Filigrandecke muss ein bisschen aushärten, bevor sie angeliefert wird. Insofern früh genug bestellen. Ich suche immer noch den Riss. Wir haben keinen einzigen verdammten Riss nach 3 Tagen. Ich will mal behaupten, wir haben eine risslose Platte, Spatz. Es interessiert zwar kein Schwein mehr, wenn da erst einmal ein Fußbodenaufbau kommt, aber wir haben hier keine Risse. Keine Risse. Das kann natürlich bei Belastung nochmal anders aussehen, aber ich habe hier so viel Wechsler reingebaut. Das ist eine risslose Platte. Wahnsinn. Mir wird gerade bewusst, dass ich einen irreparablen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich so lange rumgetüftelt an den Rohren, dass ich gesagt habe, die brauche ich nicht mehr zu verschieben. Die können dort bleiben, wo sie sind. Normalerweise macht man ja drumherum so eine Pappe, so eine oder was auch immer, damit man sie noch mal ein bisschen verschieben kann. Und das habe ich nicht gemacht. Und jetzt habe ich das Problem, dadurch, dass sie direkt in Berührung mit dem Beton sind, übertragen sie auch den Schall.
Und wie sich das auswirken wird, das wage ich im Moment gar nicht mir auszumalen. Weil ich merke, wenn ich hier trete, dann schallt es durch diese Rohre. Gut, wir werden einen Trittschall haben, Trittschalldämmung, aber na gut, da muss ich mal einen Experten fragen, ob das jetzt ein Problem werden könnte, schalltechnisch. Also auf jeden Fall ist es dumm. Mega dumm. Ich hätte da zumindest Manschetten drum machen müssen. Ich habe sie einbetoniert, weil ich mir gedacht habe, dann kann es vielleicht nochmal so ein bisschen eine Abriegelung von Feuchtigkeit. Aber ich habe nicht an den Schall gedacht. Spannende Frage. Shit. So, jetzt gibt es mal wieder endlich Handarbeit. Hier wurde Beton abgelagert, also von den Betonmischern. Die haben das hier sauber gemacht. Muss weg. So, ich habe jetzt die Montageeisen entfernt. Die Bügel stehen jetzt frei, aber natürlich fest. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich nochmal die exakten Höhen der Perimeterdämmung an verschiedenen Punkten genommen habe. Und zwar hier überall immer an den Laibungen der Fenster und Türen. Und ich bin zufrieden mit dem Resultat. Ich habe einen Ausreißer jetzt bei den Höhen, wie ich sie jetzt hier mit dem Laser hatte, bei 1,38 Meter. Das ist also das Minimum, das ist ein Ausreißer nach unten. Und das allerhöchste, was ich habe, ist 1,5,1 Meter dort auf der gegenüberliegenden Seite. Ansonsten bewegt sich alles um die 1,45. Das ist doch schon mal sehr schön. Während des Betonierens fiel es mir nicht ein. Was sind die drei Dinge, die der Beton nicht mag? Erstens, ganz klar, Frost. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du Frost hast oder zu tiefe Temperaturen, dann kannst du den ganzen Beton zerstören. Im schlimmsten Falle musst du sogar rückbauen. Das ist also wirklich schlimm. Zweitens, Wind. Ja, starker Wind bedeutet schnelles Austrocknen der Oberfläche und das führt zu Rissen, ist also auch nicht gut. Und drittens ist es die Sonne, nicht der Regen, die Sonne ist das Problem. Und in dem Fall, so wie auch beim Wind, macht man Folgendes, man wässert die Bodenplatte und legt dann eine dünne Folie drauf, die so dünn ist, dass wenn sie auf die Oberfläche kommt, quasi dran bappt. Und so lässt man das Ganze schön langsam abtrocknen. Und im Sommer kannst du Risse, soweit ich das erfahren habe, gar nicht so richtig vermeiden. Risse sind auch nicht wirklich so das Problem. Also es kommt darauf an, wie stark gerissen. Ja, aber so feine Risse sind gar nicht zu vermeiden, denn erst wenn die Platte Risse bekommt, greift auch dann das Eisen. Ja, vorher eben nicht. Und das Eisen muss ja greifen. Also insofern, Mikrorisse, das ist normal. Das war es also mit dem Betonieren der Bodenplatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, freuen wir uns sehr über ein Like. Und ansonsten könnt ihr euch schon freuen auf das nächste Video. Dann bauen wir auf der Bodenplatte auf. Und wie könnte es anders sein? Es geht um die Außenwände. Und da freue ich mich schon sehr drauf, euch zu präsentieren, wie wir die Außenwände realisieren. Also, ihr könnt gespannt sein. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Gute bis dahin.